Mein Name ist Optimus Prime. Nein. Hallo, mein Name ist Ronald Zerfeld und das ist Hingehört. Hallo Ronald, was machst du hier? Was ich hier gerade mache, ich bin in einem Tonstudio und nehme gerade zum ersten Mal ein Hörbuch auf. Und zwar das Hörbuch Miss Happy von Moritz Matthies. Und? Wie gefällt's dir? Wie mir die Arbeit gefällt. Sehr gut, sehr aufregend. Es ist für mich das erste Mal. Und ich wusste am Anfang nicht, wie sich das anfühlen wird. Ich habe schon mal ein Hörspiel gemacht, aber ein Hörbuch ist noch was komplett anderes. Und wie legt man die Charaktere, die Figuren an? Und musste erst mal ein Gefühl dafür kriegen, für die Farbe, für die Temperatur. Und habe aber ein großes Glück, dass ich hier mit sehr tollen Leuten zusammenarbeiten darf, die mir da ein bisschen Feedback geben und mir da weiterhelfen. Weil man muss erst mal am Anfang ein Gefühl dafür bekommen. Und das ist für mich was ganz Spannendes, das ist was Neues. Ich habe es noch nicht gemacht. Und ich krieg großen Gefallen langsam daran. Was hat dir in der Geschichte am besten gefallen? Was mir am besten an der Geschichte gefallen hat, zum einen, das ist, ich weiß jetzt nicht, Spoiler-Alarm hin oder her, aber es geht um eine Hündin namens Miss Happy und ihren Hundehalter, ihren Hundebesitzer. Und diese Hündin kann sprechen. Und mir hat sehr gut daran gefallen, dass die Hündin mit ihrer Klarheit, mit ihrer Direktheit alle Themen des Lebens, des Alltags mal aufgreift. Dieses Buch hat verschiedene Kapitel und die tritt dann quasi in Gesprächen, in Erfahrung, in Beschreibung mit ihrem Hundebesitzer und spielt für sich alle großen Themen des Lebens wieder. Zum Beispiel, was ist Fake? Und das ist ganz witzig. Und mehr will ich jetzt einfach noch nicht verraten, sondern hört einfach rein. Warum sollten Tiere wirklich sprechen können und Menschen manchmal besser die Klappe halten? Warum Tiere sprechen sollten? Tiere sind unverstellt. Tiere sind instinktiv, intuitiv, die sind pur, die sind ehrlicher. Ich habe manchmal das Gefühl, Tiere können nicht lügen. Und Männchen, das war auch schön. Berliner mit einem CH-SCH-Problem. Fleisch. Und, aber gut, das tut nichts zur Sache. Warum Menschen manchmal die Klappe halten sollten? Weil Menschen manchmal einfach lügen oder einfach zu viele Schutzmechanismen haben und nicht so pur sind. Und Hunde oder Tiere sind direkter. Und manchmal bin ich ein bisschen neidisch darauf. Ich würde auch gerne manchmal ein Hund sein oder eine Hündin. Weil diese Vorstellung, man kann essen, große Haufen machen, man kann schlafen, wenn man will. Es wird sich um einen gekümmert, man wird geputzt, man wird gekrault. Und die können unbedarfter durchs Leben gehen, habe ich manchmal den Eindruck. Film oder Hörbuch? Ich bin einfach rotzfrech und sage beides. Ich liebe auch das Medium Film, aber das Medium Hörbuch, das hat es mir jetzt angetan. Also ich habe Blut geleckt und würde gern mehr machen. Es ist eine komplett andere Welt. Man sitzt in einem dunklen Tonstudio mit einem Teppich, mit einem Mikrofon, hat nicht diese große bunte Welt, ein Set oder eine Bühne und muss da nur über die Stimme die ganzen Welten entstehen lassen. Und das ist was sehr, sehr Schönes, was sehr, sehr Aufregendes, aber auch nicht so einfach. Und umso schöner ist es aber, wenn man es spürt, dass es jetzt gerade entsteht, dass man den Figuren ein Leben einhaucht. Und wenn man sich danach den Take anhören kann, dass man dann eintauchen kann. Und wenn das passiert, dann ist es für mich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und das ist passiert und deshalb habe ich Blut geleckt und gerne mehr.